herzlich willkommen am Sonntagmorgen, Menschen aus Witten vorgestellt. Wir begrüßen Sie und euch ganz herzlich zu unserem neuen Format, das jetzt schon gar nicht mehr so ganz neu ist. Schön, dass Sie zugucken. Heute haben wir zu Gast Ute Nachbar. Als ich vor knapp 4 Jahren hier angefangen habe, in Rüdinghausen, habe ich auch geguckt, wer mich ab und zu mal vertreten kann beim Gottesdienst. Und das fand ich total nett, dass du da eingesprungen bist und gesagt hast, ich mache das. Du bist auch Laienpredigerin, Predikantin, wie das heißt, und arbeitest in der Trinitatisgemeinde. Und du bist mir einfach auch aufgefallen, weil es viele interessante, originelle, kreative Projekte waren, die du angestoßen hast, wo du versucht hast, ja Menschen mit Kirche oder mit dem Evangelium auf neue Art und Weise in Kontakt zu bringen. Und so war das hier schön, wenn du im Gottesdienst warst oder auch einmal in der Frauenhilfe, und die Leute haben das genossen und fanden das immer sehr ansprechend. Und so freuen wir uns, dass du heute Morgen hier bist. Ich frage mal die erste Frage: Wo bist du geboren und aufgewachsen? Ja, gebürtig bin ich aus Halle, Westfalen, am Teutoburger Wald, also ich sage mal Ostwestfalen. Kleinstadt mit, weiß ich so, 20.000, 30.000 Einwohnern. Kenne ich, weil ich komme aus Spenge. Ja, guck, dann kennst du ja auch so den Menschenschlag so ein bisschen, wie es so ist. Also ganz gemütlich, kleinstädtisch, aber doch, ne, ganz bodenständig. Genau. Was gefällt dir am Leben in Witten? Wann bist du hier hingekommen und was gefällt dir hier? Mhm. Ja, ich sag mal, 21 Jahre aus Halle dann gekommen. Und zwar durch ein Gemeindepraktikum bin ich erstmal ins Ruhrgebiet gekommen. Ich habe ein Jahrespraktikum in Herne gemacht, nach meiner Vermessungstechniker-Ausbildung. Und dann wollte ich aber nicht zur Bibelschule oder weitere Berufsausbildung machen. Das war eigentlich mein Ziel. Ich wollte dann doch heiraten und dann hieß es Vermessungstechniker bleiben und eine Stelle suchen. Die habe ich gefunden in Dortmund. Mein Mann hat dann in Bochum weiter Theologie studiert und ich und wir beide zusammen haben dann in Witten in der Mitte die Wohnung gefunden und sind seitdem hier. Also seit, ich bin jetzt 55, mit 22 verheiratet in Witten, ganz frisch, wir kannten niemanden hier. Das sind jetzt so gut 30 Jahre, ne? 32 Jahre. Ja. Und was gefällt uns? Es ist hier alles viel möglich. Also die Großstadt ist ja ganz nah, ne? Kulturelle Möglichkeiten und aber auch Wasser, der Kemnader See, die Ruhr und sowohl das Münsterland, also zum Radeln gut geeignet, als auch ja, das Hügelland, die Berge. Ne? Gibt es auch was, was dir nicht gefällt? Ja, da habe ich mir Gedanken gemacht, aber mir fiel nichts ein. Ehrlich, ich habe dann gedacht, nee, ist es wirklich schön hier. Wandern oder schwimmen, wobei kannst du dich am besten erholen? Wo kannst du gut abschalten? Da kann ich mich schlecht entscheiden, weil es ist beides. Ich sag mal, es ist so beim Schwimmen eher im Sommer an der Ostsee. Den Horizont und die Weite, also dieses Gefühl, es ist Freiheit und Weite da. Und im Herbst gerne in die Berge, auch mal so ins Allgäu wandern. Ich habe gerne so Ausblicke, also ich besteige gerne die Berge oben und kann dann einfach nur genießen, dass, wie toll die Schöpfung ist und wie mächtig und gewaltig. Ja, das uns geschenkt wurde. So. Das ist für mich immer sehr beeindruckend. Gibt es einen Lieblingsautor oder gibt es Bücher, die du gerne liest, eine Reihe? Also ich sag mal, wenn ich daraufhin gefragt werde, sage ich eigentlich immer, ich lese am liebsten oder ich habe dieses Buch Die Hütte mehrfach gelesen und auch weiter verschenkt. Auch jetzt gerade noch, als ich einen kleinen Abschied genommen habe in der Grundschule bei meinen Kollegen, hat jeder dieses Buch zum Abschied bekommen. Die Hütte, ja, ein Wochenende mit Gott, das ist wahrscheinlich auch einigen bekannt, aber da habe ich echt viel erlebt im Verschenken, dass Menschen ganz neu auch auf Gott aufmerksam wurden. Ja, das ist so ein Buch, also was ich immer wieder hervorhole. Und Musik? Und Musik. Also ich liebe Irish Folk
mein Mann ist so ein bisschen auch musikalisch begabt und hat da auch so seine Spezialitäten, auch im Irish Folk. Und wenn ich so selber für mich höre, höre ich gerne ja auch Lobpreislieder und also finde mich da innerlich, komme ich da zur Ruhe und so, ich sag mal, wie heißen die, Adam und Andrea Frei, glaube ich, in der Szene, wo viel Lobpreis gemacht wird, also weil da einfach die Seele, das Herz geht auf und das tut einfach gut. Gibt es einen Lieblingsspruch oder eine Lieblingsgeschichte aus der Bibel für dich? Ich sag mal so, unser Trauspruch, mein Mann und ich haben uns, wir kennen uns seit der Schulzeit, muss ich dazu sagen, 5. Klasse. Und dann haben wir uns aber erst in der Oberstufe irgendwo auf dem Gymnasium da ein bisschen befreundet, haben dann in unserer Freundschaft eine Studentenmissionsfreizeit mitgemacht und haben dann selber gemerkt, boah, dieser lebendige Glaube, da wurden halt viele Bibelarbeiten aus dem Johannesevangelium bearbeitet und angeguckt. Dieser lebendige Glaube, der ist was ganz Spannendes. Und da haben wir uns als Trauspruch den Vers aus Johannes 15 rausgenommen. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun, sagt ja Jesus. Und das war für uns so ein Symbol, also gar nicht so aufeinander bezogen, sondern wir sind miteinander, ich sag mal, angedockt am Strom, an dem Kraftfeld, das uns geschenkt ist durch Gott und durch die Liebe. Ja, das war so ein Spruch. Und meine Lieblingsgeschichte ist dann auch aus Johannes, die Frau am Brunnen, am Jakobsbrunnen. Da kriegt man so mit, wie Jesus sie so ernst nimmt, erstmal wahrnimmt und im Gespräch mit ihr ist, mit ihren Fragen und einfach diese persönliche Begegnung mit Gott. Und immer wieder dieser Hinweis auf das lebendige Wasser. Also das hat auch mit mir irgendwie immer wieder zu tun in meinem Leben. Wasser ist mir wichtig und durstig sind wir ja alle haben Sehnsucht nach vielerlei Dingen. Und dass eben Jesus das stillen kann, das hat mich total aufmerksam gemacht, damals auch, und ist immer wieder Thema. Nun erleben wir in der Pandemie und durch Corona eine ganz besondere Zeit, auch in der Kirche. Gemeinschaft, soziale Nähe und Verbindung schaffen ist im Moment schwierig. Deine Meinung, was ist die Aufgabe der Kirche zurzeit? Ja, also ich bin erst ein bisschen, sag ich mal, ich bin so ein freiheitsliebender Mensch und habe auch erst gedacht, warum macht die Kirche jetzt alles mit? Gott ist doch derjenige, der alles im Griff hat. Vertrauen ist wichtig. Aufgabe der Kirche, glaube ich, ist so, Signale der Hoffnung zu geben. Also dass auf jeden Fall die Angst auf keinen Fall das letzte Wort hat. Ne? Und auch, sag mal, diese Gedankenänderung, ändert eure Gedanken, steht ja auch in der Bibel, weil davon geht alles aus, alles Weitere, ne? Wie ich mich dann fühle und wie ich dann handle. Da immer wieder gut drauf zu gucken, Fragen zuzulassen, Fragen zu stellen. Ja, und in der Vielfalt einfach, wie soll ich sagen, die offenen Ohren zu haben für Menschen, denen es vielleicht nicht gut geht. Und ich glaube, das machen wir ja sowieso gerade intensiver. Wir haben mehr Zeit zu telefonieren. Mein Mann, der ist jetzt nicht Pfarrer geworden, der ist jetzt im Netzwerk bei einer großen, ich sag mal, Telefonfirma. Und die haben auch gemerkt, die Zahl ging voll in die Höhe. Ne? Also mehr Kommunikation zurzeit und einfach Begegnungen zu haben, trotzdem intensivere Begegnungen. Aufgabe der Kirche. Ja, also das ist jetzt praktisch vor Ort, Mut zu machen und immer wieder zu sagen, Gott steht da ganz oben drüber. Wird ja gut deutlich, was du da denkst. Ja. Nun, was mir aufgefallen ist, sind die so viele kreative und interessante Projekte, die du auch ausgedacht hast. Was treibt dich da an? Was willst du sozusagen mit diesen Projekten erreichen? Und auch immer auf eine ungewöhnliche Art und Weise, wo Leute drüber stolpern erstmal, denke ich, oder? Ja, vielleicht möchte ich Aufmerksamkeit bekommen. Ich meine, tut mir ja auch gut, aber eigentlich möchte ich ein Hinweis sein für das
Große, was dahinter steckt. Ich sage auch häufig immer, ich bin im Auftrag des Herrn unterwegs, so, ihr kennt doch die Blues Brothers, ne? Also, die sagen das ja auch dauernd, die haben dann ihren Auftrag und sind dann einfach kreativ unterwegs. Und ich lebe von der Freude auch, und wenn ich merke, das macht mir jetzt Mühe, dann ist es wohl nicht das Richtige. Und da ich gerne unterwegs bin, gern auch eine Macherin bin und kreativ zugleich, kommen da wohl immer mal so Sachen bei rum, wie mit dem Wohnmobil unterwegs auf so einem Markt, ne? Oder wir haben ja auch mal den Eselsmarkt da in Witten zusammen mit dem Stadtquartier eingekleidet. Im Moment sind es auch noch andere Ideen und Projekte, ist natürlich jetzt eingeschränkt mit dem Rausgehen, aber wir sind ja im Grunde alle jetzt kreativer geworden. Mir ist wichtig immer das Praktische, was Jesus gesagt hat. Er hat ja Gleichnisse benutzt, anhand von Bildern den Leuten gesagt, so und so geht das und so ist das mit dem Himmelreich. Also die Freude und die Herrlichkeit Gottes einfach ja, in den praktischen Alltag bringen. Kann ich mir auch was vorstellen. Gab es jetzt in der letzten Zeit, in dieser Zeit der Pandemie, eigentlich Gemeinschaftserfahrungen oder besondere Erfahrungen, die dir wichtig waren oder wo du gesagt hast, oh, das ist wirklich eine neue Art und Weise, in der Form habe ich Gemeinschaft noch nicht erlebt? Also meine Frage geht eigentlich, besondere Gemeinschaftserfahrungen in den letzten Wochen und Monaten. Ja, also ich habe eine ganz besondere Erfahrung innerhalb der Gemeinde gemacht. Wir haben ja so seit einem guten Jahr einen neuen Glaubenskurs versucht zu installieren oder auch den regelmäßig anzubieten, den Body Spirit Soul Kurs, also so ein ganzheitlicher Kurs, der ist halt nur für Frauen, aber dadurch auch intensiver, weil man offener ins Gespräch kommt. Für eine bestimmte begrenzte Teilnehmerzahl, das war auch schon, ich sag mal, vor diesen Zeiten, so wieder verbindlicher dabei zu sein, war schon ein bisschen komisch, aber jetzt war es genau das Passende. Maximal 10 Teilnehmer, auch ruhig mit großen Abständen. Auch in dem Gemeindesaal haben wir ab Ende August bis sogar Ende November noch einen Kurs durchgeführt. Wir, sage ich mal, meine Mitstreiterin und eben die 8 Teilnehmerinnen. Und das Tolle ist, die Frauen kannten sich untereinander überhaupt nicht. Und nach den 10 Abenden, wo dann über Körper, Seele und Geist, also was war, was ist und was wird, ein bisschen auch persönlich gesprochen wurde mit interaktiven Materialien, also auch so, wie ich es gern habe. Da sind dann einhellig alle der Meinung gewesen, wir müssen uns weiter treffen, unbedingt. Eine WhatsApp-Gruppe haben wir sofort quasi gebildet und jetzt halten die sich im Grunde über Wasser und ich sag mal, Sie haben sich kontaktiert und wir wollen uns auf jeden Fall in irgendeiner Form in der Gruppe weiter treffen. Ja. Solche Sachen machen Mut. Und wir hatten meine Kollegin, die es mit mir gemacht hat, hatte in der Zeit, ich sag mal, die war positiv und die war auch 5 Wochen außer Gefecht. Die hat es schwer erwischt. Und trotz einer kurzen Pause, die wir da notdürftig anlegen mussten, haben wir den Kurs zu Ende gebracht. Das hat mich dann auch noch mal ermutigt, weil das wollten alle. Trotzdem, im November gab es ja schon so Einschränkungen, aber sie haben gesagt, nein, wir wollen das zu Ende bringen, in Präsenz. Ne? Das fand ich richtig gut. Was gibt dir persönlich Hoffnung? Ja, was gibt mir Hoffnung? Also, ganz zu Anfang, ist ja schon fast ein Jahr her, hat mir mal ein Gemeindemitglied irgendwie so einen Link geschickt über eine Plattform von den Vineyards-Gemeinden und da hat ein Pastor jeden Morgen um 7 Uhr gebetet und eine kurze Andacht gemacht. Ich habe da mal reingehört und das hat mich so angesprochen, dass ich seitdem jeden Morgen mich da einfach zuschalte, weil Gebet wichtig ist und ich finde, für mich ist es schwer, häufig alleine zu beten, das tue ich auch, aber Gebet und Nähe Gottes ist ganz, ganz wichtig. Also wenn ich mit meinem Hund Gassi gehe, ne, dann bin ich auch oft im Gespräch oder hat mich näher auch wieder zu Gott gebracht und zu gucken, was ist jetzt wirklich dran und wo stehe ich auch und wo will er mich demnächst vielleicht auch haben, was ist meins und nicht mehr dieses gestresste Rumlaufen, Termine einhalten, das ging jetzt ja nicht mehr. Einmal das und
Ich habe auch, wenn ich so jetzt noch meinen Dienst gemacht habe, häufig am Telefon Psalmen auch älteren Menschen vorgelesen. Also es sind ja auch Gebete. Aber sag mal, Wort Gottes, kurze Zusprüche, Segensworte, einfach so. Ich habe was für Sie, hören Sie mal zu. Und dann haben die immer gesagt, oh, das tat jetzt aber gut. Das würde ich vielleicht sonst ja gar nicht machen. Aber in dieser Zeit fand ich so, also das Wort Gottes noch mal richtig zur Hand nehmen. Und ich sage jetzt noch mal mir persönlich, ich habe wieder angefangen, im Body Spirit Soul Kurs gibt es so eine Anleitung für eine bestimmte Bibellesemethode. Ich habe mich da immer sehr gequält, weil ich ein sehr, wie soll ich sagen, mal pflichtbewusster Mensch bin. Und habe dann auch gedacht, ach, eigentlich müsstest du ja immer mal lesen. Aber die Freude, die kam damit, dieser neuen Methode, die habe ich jetzt auch wieder angefangen, nennt sich Power Hour. Man nimmt sich, ich kann nur ganz kurz vielleicht erklären, man nimmt sich 4 Lesezeichen für die Bibel, fängt mit 4 Kapiteln einfach mal an, im ersten Buch Mose, die Sprüche, die Psalmen und das Neue Testament. Da das Lesezeichen hin, schreibt einen Satz aus diesen Kapiteln jeweils raus, der einen persönlich anspricht. Ich habe so ein kleines Buch angefangen mit Datum. Habe ich mir, also das hat mich ja schon irgendwie berührt, aufgeschrieben. Habe ich dann am Ende 4 Sätze stehen. Und mit diesen 4 Sätzen gehe ich mit Gott so ein bisschen ins Gespräch. Habe einfach nur Stille. Ja, und dann schreibe ich mir selber einen Brief. Also wie Gott ihn vielleicht schreiben würde, mit diesen Zusagen oder was da an Fragen ist. Ne, so. Liebste Ute oder mein liebes Kind, meine Tochter oder wie es so ist. Und dann schreibe ich da einfach so locker weg. Und wenn ich die nachher lese, denke ich mir, wow, und das hast du jetzt hier geschrieben? Mm-mm. Da hat Gott seine Hand mit im Spiel. Also es ist wirklich so eine Begegnung dadurch mehr geworden. Und das war total, also ist total spannend. Empfehle ich jedem mal auszuprobieren, der das jetzt so schnell verstanden hat, wie es geht. Aber man kann mich ja auch anrufen. Ich bin telefonisch erreichbar und so. Aber das hat mir sehr viel Kraft gegeben und immer wieder auch, ja, Energie. Du bist Gemeindeschwester in der Trinitatis-Gemeinde. Warum hast du dich entschieden, Gemeindeschwester zu werden? Naja, du sagtest ja schon, ich bin auch Laienpredigerin. Für mich war wichtig, dass ich nicht nur rede, sondern dass das auch zur Tat wird. Außerdem bin ich schon, seitdem ich quasi so zum lebendigen Glauben gekommen bin, sage ich mal so Anfang 20 als junge Erwachsene, immer häufig in verschiedensten Gemeinden auch ehrenamtlich unterwegs gewesen. Und seit 2010 gibt es ja hier diese Ausbildung in Witten. Und ich habe 2013 da angefangen, bis 16, weil eben auch die Blaschenka Weber aus der Johannesgemeinde, die war vor mir dran und wir hatten vorher auch schon Glaubenskurse mal so gemacht zusammen. Und sie sagte, Ute, das ist was für dich. Dann fing Christian davon an, ich wünsche mir eine Gemeindeschwester. Ute, wäre das nicht was für dich? Und mein Mann sagte schließlich, Ute, wenn du sowieso da immer in der Gemeinde bist, dann kannst du auch Geld verdienen damit. Und so habe ich dann gedacht, okay, ich versuche es einfach mal, weil Lernen ist immer gut. Ich bin auch jetzt gerade noch in so einer Seelsorgeausbildung, wo ich denke, ja, das ist demnächst oder ist gerade auch dran, für mich selber, mich zu erkunden, aber auch anderen beizustehen in ihrem So-Sein, in ihren Fragen. Ja, und als Gemeindeschwester bin ich ja auch wie so eine Netzperson, also Verbindung zwischen dem, ich sag mal, hochgeistlichen, theoretischeren mit dem ganz praktischen vor Ort im Quartier und das eben zusammenzubringen. Vom Altar zu kommen, in die Welt zu gehen, sage ich mal, ganz fromm und dann wieder zurück und das alles auch mit im Hintergrund von dem Mutterhaus, also unabhängig von Gemeinde. Das ist schon richtig toll. Hab ja auch hier diese, naja, wo ist sie? Meine Diakonissenmarke. Ich bin ja auch als Diakonisse eingesegnet. Und das öffnet einem wirklich Tor und Tür auch bei Menschen, wenn man sagt, ich bin ihre Gemeindeschwester. Da haben die keine Fragen. Also ja. Sehr, sehr vertrauenswürdig sind sie alle. Das ist schön. Ja, vielen Dank, dass du deine Erfahrung und deine Arbeit
hier mit uns geteilt hast. Ja. Dankeschön. Bitte, bitte.